Und es bimmelt und es bimmelt und es bimmelt. An allen Routen nonstop. Richtig viel Action auf relativ kleinen Boilies bzw. Kunstmais hier am Bernie. Und es läuft. Allen der Baitcast hat hier einen schönen Beitrag im Discord reingeballert, hat ein paar seltene Brocken gefangen, ein paar seltene Karpfen abgehakt, also in klein, aber dafür einiges dabei gewesen und das Ganze auf einem ganz klassischen Spot, allerdings nicht so ganz klassisch von der Köderkombination. Ich habe es die Tage schon ein paar Mal auch im Livestream gehört. Maulbeere. Hast du schon Maulbeere probiert? Ja, nee, habe ich noch nicht. Und jetzt hatte ich das gerade gesehen vom Baitcast. Richtig schön voller Kescher. Relativ simpel zusammengebaut auf nur Maiskorn. Und ja, wie das halt so ist, ne? Man muss ja immer so ein bisschen testen und rumprobieren. Also nur Maiskorn hat der Baitcast ja bewiesen, klappt super. Also teste ich noch ein bisschen mehr. Heißt kleine Boilies mit Mais, nur Boilies und so weiter. Wir gucken uns das alles gleich im Detail an. Und es fängt jetzt auch schon richtig gut an. Ja, größentechnisch ist da bisher alles auch mit dabei. Selbst hier auf diesem Setup gucken wir gleich mal alles im Detail, wie das alles aussieht. Aber ja, ich bin halt gespannt, ob da gezielt, guck mal hier Frequenz, Alter, ob hier auch noch gezielt so ein paar schöne Seltene reingehen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Geister, also Geisterkarpfen, Albinos oder sowas in der Art, das wäre natürlich der Hammer. Also einfach testen, 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 rumprobieren und gucken, was geht. So, jetzt ziehen wir die beiden hier mal eben raus. Dann werfen wir mal schnell nochmal einen Blick in den Kescher. Und dann, ja, das Übliche. Position, Setup und so weiter. Futtermische, alles, was man benötigt. Komm ran hier. Relativ easy rausgezogen. Das Schöne ist natürlich, wenn man hier so klein reingeht mit kleinen Boilies oder nur eben mit Mais, ist das eben genau das Richtige fürs Angeln auf Masse. Bedeutet relativ gut Silber, weil man eben recht viele Fische fängt. Noch besser ist natürlich auch von den XP, weil man die ganze Zeit was rauszieht. Und zusätzlich eben dann auch noch die Skillpunkte im Grundangeln. Also das alles hakt man ab. Bedeutet also, wenn du Bock hast auf Karpfenangeln oder du fängst relativ frisch an mit dem Karpfenangeln, als allererstes Tutorial-Serie, wohin geht der Weg zum Karpfenangler, da mal kurz reingucken. Also die ganzen Basics, was ist wichtig fürs Karpfenangeln. Und danach, nächster Link, reingucken, Karpfenangeln in der Praxis. Auch da nochmal, Alter, das geht hier einfach weiter. Auch da nochmal komplett, das geht 50 Minuten. Das ist Karpfenangeln total. Alle Infos zum Karpfenangeln. Also da auf jeden Fall mal reingucken, wenn du Bock hast auf Karpfenangeln. So, jetzt ziehen wir die eben hier nochmal raus. Es hört ja gar nicht mehr auf hier. Die Maulbeere scheint zu rennen. Und das auf relativ simplen Setup. So moog wie dat. Futtermische hatte ich drin, allerdings auch gar nicht mal so viel jetzt. Und die Futtermische vom Baitcast, die war super simpel auch. Ich vermute einfach mal, ich habe es vorher nicht getestet, es würde auch ohne Futtermische gehen. Also einfach komplett ohne Futtermische, wenn ein Köder so gerade wie das hier rasiert und wenn das so gut läuft, dann klappt das höchstwahrscheinlich auch komplett ohne Futtermische, einfach nur auf Maiskorn und Attacke Vollgas. So, den Brocken ziehen wir noch eben raus und dann gib ihm. Also von der Position her, die meisten haben es ja wahrscheinlich eh schon erkannt, 83, einer der Spots, wenn nicht sogar der Spot Nummer 1 am Bernsteinsee. Riesenvorteil, wir haben da drüben gegenüber den 1er Anlegespot. So, kleiner 4 Kilo noch. Schnell raus jetzt. Zack, also Clip 35 Meter hier auf 83, 145. Den lassen wir jetzt bommeln hier. Hier ist es auf der Position, auf der Map. Also wir rennen mal eben aus der Base raus, um den See herum, über die kleine Brücke und dann hier auf die Landzunge.
35 Meter hier in die Area rein und ab geht es. Ganz klar. Vom Setup. Wir gucken hier mal als erstes rein. Das Setup, ich habe es mal ein bisschen übertrieben mit der Hakengröße. Muss man aber nicht. 1er Haken, durchaus eine Option. Einfach mit einem 1er Haken, wenn man richtig auf Masse gehen will. Und man hat zum Beispiel das Feeder-Set, nicht das Feeder-Set-Start, aber das Karpfen-Starter-Set. Also aus der Fortuna-Karp, vielleicht mit einer HSV in Kombination. Das dann einfach hier mit kleinen Boilies. 1er Haken dran, hier jetzt gerade 10er Pop-Up und Maulbeere gelb. Was man auch machen kann, nur Maulbeere gelb. Also einfach nur auf Maiskorn, ne? Pop-up Rigs, einfach nur Maiskorn einstellen. That's it. Einmal gelb, einmal das Ganze in rot. Wobei mein Eindruck momentan ist, gelb läuft besser. Also die beiden sind gleich zusammen. Ja gut, ist auch unten. Also die beiden sind gleich zusammengebaut. Nur hier einmal gelb, hier einmal rot. Nächstes Setup ist jetzt ein bisschen anders zusammengebaut. Zweimal Pop-up, aber auch die kleinen Boilies. Ich will erstmal testen, geht da was? Also erstmal klein anfangen. Wenn man jetzt merkt, da geht was, ist halt der nächste Schritt. Nochmal größere Haken, nochmal größere Boilies, passende Futtermischer natürlich und dann auf die dicken Brocken hoffen. Also das wäre dann der nächste Schritt. Was man eben auch kombinieren kann, das können wir gleich hier mal machen. Wir bauen das hier gleich einfach mal um. Guck mal hier, alle drei Routen schon wieder, ne? Wir bauen das gleich einfach mal um und dann gucken wir uns die anderen, die größeren Setups nochmal an, was man dann eben auf groß macht, also auf große Brocken und was dann da vielleicht reingeht, beziehungsweise was dann für eine Futtermische noch dazu gemacht werden kann, wenn man die Futtermische machen will. Also ich würde es erstmal ohne testen, einfach so. Und dann gucken. So, ich lasse das jetzt mal hier. Für einen 1-0er Haken könnte man tatsächlich ganz gut, also, ne, für den Anfang das erstmal testen. Einfach simpel, nur diese Kombination reicht völlig. Einmal gelb, einmal rot, raus damit. 35 Meter, fertig. 1er Haken dran, fertig. Nächste Steigerung ist das, nächste Steigerung ist das. Also, das sind so die drei wichtigen. Das machen wir jetzt hier. Das heißt, wir gehen hier ran mit der Maulbeere, allerdings jetzt auf 20, bleiben hier auf gelb und der Rest bleibt auch so, auch wieder komplett raus auf die 35 Meter, zack, läuft, Schnur spannen und ab dafür. Nächster Brocken geht jetzt quasi genau so, auch wieder mit dem 20er, allerdings jetzt dann natürlich die Kombination in Rot. Und da ist dann einfach mal die Frage, welche der beiden Farben triggert vielleicht besser? Gibt es da eine Farbe, die ein bisschen besser triggert? Wir wollen ja jetzt hier die etwas dickeren Brocken haben. Das heißt, gleich wird die Frequenz wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Aber eine von den beiden Farben, ja, wird sich vielleicht rausstellen, dass die besser geht. Auch hier nochmal die 20er. Zack, zack, zack. Das war ja schnell umgebaut. Und auch wieder raus. So, zack, zack. Also, die beiden haben wir jetzt schon mal auf mittelgroß. Das ist schon wirklich so eine Sache. Guck mal hier, zack, da geht der nächste rein. Aber da gehen jetzt die, hoppala, da gehen jetzt die schon etwas größeren rein. Die können auch mal in Richtung 15 Kilo, 20 Kilo schon werden. Klar, kann bei den ganz kleinen Partikeln, bei den ganz kleinen Ködern auch passieren, wenn man hier nur mit Mais ist. Aber es ist schon deutlich seltener. Und wenn man da jetzt halt mit so 20er Boilies reingeht, ist man da schon häufiger bei den dickeren Brocken, allerdings zu Lasten einfach der Frequenz. So, jetzt ziehen wir den raus und den machen wir jetzt gleich richtig dick, also mit komplett dicken Boilies. Was man vielleicht auch machen könnte, von Pop-Up weggehen auf klassische Haarmontage. Da gibt es allerdings nur die Maulbeere als Boilie, also gibt es halt keine andere Variante. Es gibt keine Pellet von einer Maulbeere oder sowas. Und die Pellets wären halt die Variationsmöglichkeit. Also könnte man beim Grundangeln mit der klassischen Haarmontage hier Maulbeere und Brombeere vielleicht auch kombinieren. Ist halt von der Aromatik relativ nah beieinander. Also das wäre durchaus eine Option. Alter, ich hatte eh nur geklippt. Und der ist abgehauen, der Bügel war offen sozusagen. Eieiei. Der hat jetzt erstmal schön Schnur genommen. Aber ist dran geblieben, immerhin. Ne? So, Schubi, komm ran.
Der Lüde, einfach weggeschwommen. So, go, go, go. Ja, bisher der erste Eindruck immer noch. Gelb vor Rot. Jetzt gehen wir hier richtig dick rein. 4-0er Haken. Dicke, fette Boilies. So, dann machen wir einfach 25er und 20er drauf. Gehen wir einfach, oder? Doppel-25er, ne, ich mache einfach mal so. Und hier ballern wir nochmal das PVA rein und dann nutzen wir auch direkt die Chance und gucken kurz rein ins PVA. Also, ich gucke aber vorher nochmal kurz im Discord. Übrigens, Link zum Discord. Alter, da hat sich einer reingeschmuggelt. Hör doch mal auf, allen. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Danke dir fürs Follow. Ihr seid denn wahr. Genau, Link zum Discord unter dem Video. Und da sieht man dann eben auch im Bereich alle Gewässer. Da ist dann der Bernsteinsee natürlich extra mit einem Beitrag. Und da sehen wir dann den Beitrag auch vom Baitcast mit dem Post von heute Nacht. Und genau, einfach nur mit Mais. Und ja, einiges. Albino-Spiegel, Geister war dabei. Geister, Geister. 1, 2, 3, 4 Geister. Das ist doch schön. Und ein Albino auch mit dabei. Und seine Futtermische war relativ simpel. Weizenkleie als Basis habe ich auch mit drin. Dann hat er einfach nur Feedpellets. Die Feedpellets Mais hat er einfach nur verwendet, weil er auch Maiskorn verwendet. Man kann aber auch diesen Zusatz Mais nehmen oder eben Feedpellets Mais oder beides. Und dann einfach nur Milchpulver. Habe ich auch mal mit reingemacht. Immer mal wieder dieses weiße, milchige, auch dieses sahnige, klappt halt immer mal wieder ganz gut tatsächlich bei diesen Geistern. Ob das am weißen, milchigen liegt, ich weiß es nicht. Ja, und das Ganze dann natürlich abgeschmeckt mit Maulbeere. Also so ist seine Futtermische. Einfach nur zwei Komponenten. Basis, zwei Komponenten und Soße. Ganz, ganz simpel. Ich habe das ein bisschen komplexer jetzt hier gemacht mit Weizenkleie, Mais. Dann Milchpulver auch gerne mit reingenommen. Und jetzt habe ich hier Brombeer-Feedpellets mit drin, Maulbeere geschreddert einmal und Maulbeere dann eben als Aroma. Also das ist hier deutlich komplexer hier, aber auch ein bisschen schwieriger herzustellen und auch teurer herzustellen. Und wie gesagt, einfach nur zum Testen und auf Hot, als Hotspot sozusagen. Einfach ohne Futtermischer als erstes testen. Ne? Komplett ohne und gut ist. Genauso auch mal testen. Wenn ihr vielleicht nach einer Stunde irgendwann Flaute ist oder so, auch mal hier vorne testen, ne, am Anleger. Habe ich, oh, ausgeschlitzt. Hätte ich mal nicht auf die Map geguckt. Dann nehmen wir den jetzt hier. Also ruhig dann da auf dem Anleger auch mal testen. Auf 15 Meter Entfernung. Einfach nur mit Mais, werde ich auch gleich nochmal machen, ob da ein bisschen was geht. Ja, aber Frequenz ist da. Es sieht richtig gut aus. Kann man also auf jeden Fall mal testen. Und die Frage ist, ballern hier noch, auch bei mir noch, die seltenen rein. Also die Karpfen, die man ja hier haben will. In der Hoffnung gehe ich jetzt, wie gesagt, hier dicker rein. Werde das jetzt einfach mit einem großen Setup probieren, damit hier, wenn was reinballert, im Idealfall auch direkt noch eine Trophy reinballert. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.